Hey ho, Freunde, und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Captain Curb und ich freue mich schon auf ein neues Let's Play mit euch. Und zwar zocken wir The Inner World, der letzte Windmönch. Das ist ein witziges kleines Point-and-Click. Freue ich mich schon sehr drauf, ist im Oktober 17 erschienen und ist die Fortsetzung zu The Inner World. Das haben wir hier auch schon auf dem Kanal gespielt und da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, weil das war beim letzten Mal schon richtig witzig, richtig schön knuffig gemacht und alles. Und dann hätte ich gesagt, werden wir gar nicht mehr lang drum rumreden, sondern fangen direkt einfach an. Von allen Welten, die ihr euch vorstellen könnt, ist die, von der ich euch jetzt erzählen werde, wohl die seltsamste. Aspusien liegt inmitten des unendlichen Erdreiches. Ein großes, rundes Loch, bewohnt von den gestreiften Asposern, beatmet vor nur 4 Windbrunnen. Seit jeher wurden diese Quellen von den Windmönchen bewacht. Sie waren eins mit dem Wind und manchmal auch mit dem Glücksspiel oder dem Wurzelbier. Wie bei jedem anderen Volk erzählte man sich Geschichten über den Ursprung des Windes. Die Geschichte von gigantischen Windgöttern, die Asposien beatmeten, schien den meisten einzuleuchten. Man nannte sie die Basilen. Trotzdem waren alle sehr überrascht, als die Viecher dann plötzlich aus dem Brunnen kamen und anfingen, Asposer zu versteinern. Der Windmönch Conroy übernahm die Herrschaft. 15 lange Jahre beschützte er die Asposer vor den Windgöttern. Er predigte Entsagung und Gehorsam, um die Götter milde zu stimmen. Es waren dunkle Zeiten. Nun sollte man aber wissen, dass das absolute Humbug war. Es gab keine Götter. Conroy hatte die Viecher selbst gebaut, um das Volk mit Angst und Terror zu beherrschen. Bis ihm schließlich vor 3 Jahren von einem jungen Helden ein Ende gesetzt wurde. Und die wahre Geschichte hinter dem Ursprung des Windes? Die heilige Dynastie der Flötennasen beatmet Asposien seit Anbeginn der Zeit. Sie leben versteckt im Wald und spielen das Lied des Windes. Ein Geheimnis, das lange Zeit gut behütet blieb. Seht ihn euch an. Schaut in seine linkischen Augen. Seht ihr, was ich sehe, meine Brüder und Schwestern? Einen Verräter, einen Mörder, einen abscheulichen Witz der Natur. Er und seinesgleichen waren es, die mit ihren Nasen die Basilen beschworen haben, die ihre versteinenden Blicke auf unschuldige Asposer gelenkt haben. Ach, Sinn. Sie haben unseren Abt Conroy ermordet, feige ermordet. Jahrelang hat er uns vor den Basilen geschützt, wie ein Vater, seine Hände über uns gehalten. Er hat die Basilen besänftigt, die sie auf uns losgelassen haben. Mein Name ist Serophius Cedur Cantate, 2. Unterflötist. Meine ewige Aufgabe ist es, das Windlied zu spielen und das Leben in Asposien zu erhalten. Durch unsere Dynastie atmen die Brunnen. Wir sind ein Werkzeug des Windes. Was hat die Flötennase gesagt? Lauter! Nein, bitte! Ihr werdet alle ersticken, wenn wir unser Lied nicht spielen können. Seid ihr alle vollkommen bescheuert? Conroy war böse. Conroy war unser Retter. Er ist für uns im Kampf gegen diese Unwürdigen gestorben. Oh Mann, was für ein schwachsinniger Propagandaautomat. Aber wir werden ihn zurückholen, meine lieben Brüder und Schwestern. Der ist kaputt. Geht doch gar nicht. Und das Erste, das unser Abt Conroy sehen wird, wenn wir ihn endlich entsteinert haben, wird sein, wie alle Flötennasen, alle in den Windbrunnen geworfen werden. Ihr bringt euch alle um. Kapiert ihr nicht, dass Conroy die Basilen selbst gebaut hat? Ai, ai, ai. Unser König wird kommen.
Er wird den Einklang bringen. So will es die Prophezeiung. Habt ihr es alle gesehen? Er wollte schon wieder einen Basilen beschwören. Oh Mann. So wahr ich hier stehe, meine Brüder und Schwestern, als Conroys Vertreter. War ja wir klar. Wir werden auch die letzte Flötennase finden. Und wir werden ihnen ein Ende setzen. Und dieser König soll nur kommen. Ihn werden wir als Ersten in den Brunnen stoßen. Ei, was ein Schmarrn hier. Und das ist er, der König von Asprosien. Robert, versteinert, hilflos. Wieso ist er versteinert? Aber er ist nicht ganz allein. Seine treue Taube ist da, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Alles klar, da sind wir im Spiel. Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ich sag jetzt mal ja, nicht, dass sich da irgendwas geändert hat und ich das überhaupt nicht merke. Also dann schauen wir es uns doch mal an. Ja, gib's mir. Los geht's. So, Interaktion mit Objekten. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Okay, das ist noch so wie früher. Klicke auf ein Objekt, um es anzuschauen, mit der Lupe oder mit ihm zu interagieren, mit der Hand. Klar? Kriegen wir hin. So, Inventar. Berühre den unteren Bildrand, um zu sehen, welche Gegenstände du bei dir trägst. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn anzuschauen oder um ihn zu benutzen. Aha, alles klar, das war dann so. Durchziehen und loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Okay, das kennen wir auch noch. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar durch Hotspots der Welt... auch auf Hotspots der Welt benutzen. Jetzt ab. Ah klar, also ganz normal einfach nehmen, rausziehen und verwenden. Gut, was hat man da noch? Dialoge. Wählen ein Gesprächsthema, um darüber zu reden. Okay. Dialog beenden. Einige Gesprächsthemen haben Unterthemen. Okay, das kennen wir auch noch. Du hast alles über ein Thema erfahren. Dann wird es ausgegraut. Okay. Zurück zur Hauptgesprächsebene. Alles klar. Das ist im Endeffekt genauso, wie wir es ja schon kennen. Du kannst die Spielanleitung jederzeit im Menü abrufen. Alles klar, wir spielen aber weiter. So. Was haben wir denn? Ach du Grüne, da haben wir ja richtig viel zum Klicken hier. Ich vermute mal, wir spielen Hack. Also Hack hier ist die Taube. So, was haben wir denn? Also wir haben da eine Pflanze, wir haben da eine Tür, alles klar. Eine Fressblüte, ein Entsteinerungsauge, das brauchen wir dann wahrscheinlich noch. Hier haben wir einen Ameisenbau, eine Türe, noch eine Fressblüte, ein Farn, noch ein Entsteinerungsauge. Hatten wir sonst noch was? Doch, da unten haben wir noch einen Stoßzahn, alles klar. Die Frage ist, wir sind ja versteinert, also hier Robert ist zumindest versteinert. Warum auch immer? So. Ah, wir spielen echt Hack. So, hier, nimm mal. Grrr. Nein, will er nicht. So, okay, im Inventar haben wir nichts. Dann nehmen wir hier das Entsteinerungsauge. Zack, eins. Da werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen, ne? Alles klar, das ist verbunden. Kann ich den Zahn nehmen und dir... Nö, kann ich nicht. Ich probiere jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch. Was macht er jetzt? Hi. Was bist denn du? Ein Wurzellurch. Hi. Nee. Was haben wir da? Wobble! Entschuldigung! Oh, der ist, glaube ich, schlecht gelaunt. Kann ich dich nochmal hier duschen? Weiß nicht. Komm nochmal. Tschüss. Zumindest ist er echt ungehalten. Haben wir da eine Liane? Komm. Ah, alles klar. So, Ameisenbau. Ah, dann können die hier wahrscheinlich hochlaufen, oder? Ja. Okay, das sind die da oben. Ah. Hoppala. Guck mal hier die ganzen Ameisen. Okay, da haben wir eine Augenklappe. Und damit. Ah, die kann man
runterwerfen. Ah, jetzt gehen sie wieder runter, alles klar. Ah, guck mal, da legen sie Robert frei. Zack. So, Dele, alles klar. So, was hat man noch? Hat man noch den Farn und hier die Restblüte? Kann ich dich hauen? Zack. Nö, passiert nichts. Den Farn kann ich wahrscheinlich immer noch nicht benutzen. Nö. So, wir haben ein Entsteinerungsauge, da haben wir auch eins. Ah, hier haben wir noch Versteinerungsaugen, die kann ich dann jetzt einfach mal rausnehmen. Zack, bumm. So, kann ich da schon eins einsetzen? Zack, jawohl. Kann ich da drücken? Hallo? Nö, da tut sich nichts. So, Dele, alles klar, alles klar, alles klar. Hallo, kann ich dich nochmal andocken? Okay, dann schieß mir dich doch mal weg. Okay, der ist, das interessiert den nicht. Okay, wo geht's jetzt hin? Ah, jetzt kommt es da hinten raus, alles klar. Und wenn ich hier nehme, kommt es wahrscheinlich wieder unten bei der ersten raus, oder? Zack, Schluck weg. Jawohl, dann kommt es da hinten raus. So. Gut. Ah, da ist noch eine Tür. Die habe ich jetzt ganz vergessen. Klopf, klopf. Da war es nass drin. So, was haben wir hier jetzt bekommen? Ah, eine Pfütze. Warum haust du auf die Pfütze, sag mal? Okay. Kann ich jetzt hier nochmal spülen? Weiß nicht. Oder was passiert dann? Nö, passiert nichts. Versteinerungsaugen. Muss ich vielleicht erst was versteinern? Weiß nicht. Warte mal. Da bleiben. Oder kann ich da raufhauen? Hallo? Hau mal. Nö, passiert nichts. So, hier. Die Augen. Zack. Komm, beide reinsetzen. So, und jetzt versteinern wir mal. Komm, hier, Auslöser, zack, um. Okay. Das funktioniert soweit schon mal. Das Problem ist jetzt aber, also es kommt bei ihm an. Aber wir können hier tatsächlich ja nur ein Auge einsetzen aktuell, weil wir haben ja nicht mehr. So, gucken wir mal. Reicht das aus? Wahrscheinlich nicht. Okay, da braucht es ein zweites Auge. Frage ist, kann ich hier einfach ein zweites Auge einsetzen und reicht das dann? So einfach zum Entzaubern? Nö. Entzaubern sage ich schon, zum Entsteinern. So, alles klar. Ah, kann ich hier? Magst du? So ist gut. So, kriegst du auch. So, zack. Und jetzt kann ich hier mal hin, weil jetzt kann der natürlich nicht weiter. Ah, siehst du noch. Eine feine Sache. So, und jetzt müssten wir eigentlich Robert hier entsteinern können. 3, 2, 1, los geht's. Also ja. Hallo Robert. Huch, wer bist denn du? Hi. Und? Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer bin ich? Ich erinnere mich nur noch, dass ich in den Wald gelaufen bin. Dann bin ich über einen Basilen gestolpert. Danach habe ich einen Lichtblitz gesehen. Oh Mann, ich muss mich selbst versteinert haben. Wer du bist? Du bist Robert. Erinnerst du dich nicht? Woran? Du bist eine Flötennase. Der Sohn des Königs, der Thronerbe. Klingelt da nichts? Conroy hat dich als Baby vor 18 Jahren entführt, als er alle Flötennasen versteinert hat. Du bist bei ihm aufgewachsen, ohne zu wissen, dass dein Vater der König war. Conroy? Ich dachte... Ja, richtig. Alles klar. Ach, guck mal. Was soll ich noch mit dir machen? Ich hab dich großgezogen wie einen Sohn. Und wie dankst du es mir? Du malst das jetzt so lange, bis das ordentlich aussieht. Und was soll das mit den ganzen Blümchen?
Was bist du? Ein Mädchen? Robert, Junge, hör mal. Ich sag es dir vielleicht nicht oft genug. Aber du musst dich gar nicht wundern, dass deine Eltern dich ausgesetzt haben. Niemand wollte dich, und wenn ich dich nicht als Baby von der Straße aufgelesen hätte, wärst du jetzt tot. Aber jetzt bist du hier und das ist ebenso. Der war schon echt fies. Na komm, jetzt spiel mein Lied. Ja, richtig. 15 Jahre lang. Naja, du hast ihn ja besiegt. Kopf hoch, Junge. Nun frage ich mich allerdings, warum du hier so im Wald herumstehst, anstatt endlich König zu sein. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich vielleicht nicht würdig bin, König zu sein. Ich würde so weit gehen, zu sagen, du bist nicht würdig, ein Schuhputzer zu sein. König. Alles klar. Was war das? Nein, sei still. Was? Mit wem hast du gerade geredet? Mit niemandem. Sicherlich nicht mit Conroys imaginärer Stimme in meinem Kopf. Oje, oje. Was? Hör auf zu träumen und hör mir zu. Die Flötennasen sind in Gefahr. Und du weißt, wenn es euch nicht mehr gibt, dann gibt es bald keinen Wind mehr. Oh nein. Oh doch. Da sagst du was, Junge. Aber es gibt Hoffnung. Es existiert eine uralte Prophezeiung. Die Sage vom Einklang. Alle Flötennasen und alle Asposer werden in Glück und Einigkeit im Wind miteinander leben. Aber der, der den Einklang bringen soll, versteckt sich. Du musst ihn finden. Begib dich auf die Suche nach dem letzten Windmönch. Nur so kannst du Asposien retten. Retten, 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 retten. Alles klar. Wartet! Wo soll ich anfangen zu suchen? Oh, der letzte Windmönch befindet sich auf der anderen Seite Asposiens. Da fährt, glaube ich, eine Seilbahn von Wollingen aus. Die Acht mit einmal umsteigen, soweit ich weiß. Aber frag lieber noch mal nach. Alles klar. Danke. Du bist vollkommen allein, mein Junge. Hör auf! Du bist versteinert. Lass mich in Ruhe. Niemals. Ich bin ein Teil von dir. Konzentrier dich, Robert. Du musst Asposien retten. Das wirst du niemals schaffen. Und das weißt du auch. Doch, wir schaffen das. Wir schaffen das auf jeden Fall. Im Inventar kannst du Charaktere wechseln. Ah, alles klar. So, ich kann jetzt auf Hack umsteigen. Das heißt, ich kann jetzt hier durch die Gegend fliegen. Das ist gut. Und ich kann auf Robert umsteigen und kann andere Sachen machen. So. Ich kann mich darin spiegeln. Hallo, Robert. Warum heißt er eigentlich wieder Robert und nicht einfach Okario Oboe? Okario Oboe, so rum. Zu wenig zum Baden. Hallo, klopf, klopf. Oh, wie hübsch. Nein, du sollst klopfen. Ich möchte keinen Ärger. Nee, er ist genauso feige wie früher auch. Was haben wir da? Hallo, jemand zu Hause? Nö, ist keiner da. So. Ah, aber er kann den Stoßzahn wahrscheinlich mitnehmen. Jawohl. So, haben wir hier sonst noch was gehabt, was man nicht mitnehmen konnte? Ja, den Farn. Da ging was nicht, glaube ich. Was für eine seltsame Pflanze. Ja, seltsame Pflanzen nehmen wir doch gerne mit. Ah, Mist. Er ist zu biegsam. Kann ich dich hier einfach abschneiden? Damit bekomme ich den Farn auch nicht abgebrochen. Ist. Die Frage ist, geh jetzt du mal auf die Seite. Wir wechseln jetzt... Ach, na toll. Der geht immer hier wieder dahin. Ich werde nämlich mal überlegen, ob ich den Farn hier quasi... versteinern kann und dann abbrechen, aber so geht das natürlich nicht, wenn Robert hier die ganze Zeit im Weg steht. So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir jetzt so weit
was sehen kann. Nichts mehr. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal hier runter, ne? Was haben wir da? Was haben wir da? Ein Spalt? Grrr, nö. Und einen Abhang. Okay, okay. Das bringt mir nichts. Dann, Robert, du bist dran. Ich will dich. Los geht's. Wirklich interessant. Ja, dann musst du da auch benutzen. Das würde nicht funktionieren. Okay, aber da kann ich den Zahn sicherlich reinstecken. Dann können wir doch nach unten, schätze ich mal. Der Stoßzahn sitzt locker in der Spalte im Boden. Ja, dann los geht's. So bekomme ich den Stoßzahn nicht fester in den Boden. Ja, aber sonst haben wir ja nichts. Da unten scheint ein Weg lang zu führen. Dann geht's wahrscheinlich wieder runter in die Stadt, aber da komme ich nicht hin. Ich bräuchte eine Leiter. Ja, so gut, dass hier da eine Leiter wäre, hier die erfahren hier. Aber was mache ich jetzt mit dem Stoßzahn? Der Stoßzahn sitzt locker in der Spalte im Boden. Ah, warte mal, da habe ich eine Idee. Hack, hack, wir brauchen Hack. Du kannst das rein hacken. Komm, mach mal. Das reicht nicht, um den Zahn fest zu klopfen. Das reicht nicht, um den Zahn fest zu klopfen. Alles klar, das funktioniert nicht. Was haben wir denn sonst noch hier? So, lass mal schauen. Was ist das? Schwere Baumfrucht, alles klar. Los geht's, komm, runter damit. Ruf der Bengler. So, das wird Hack jetzt, denke ich, nicht nehmen können. Das ist doch viel zu schwer für dich. Ja, ja, ist okay, okay. Grrr. Ist schon klar. So, okay, Robert, du bist dran. Jetzt kannst du hier die schwere Baumfrucht nehmen und die gegen den Zahn hauen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das würde sicher niemand vermissen. Nö, vermisst auch keiner. Der Baum hat es ja freiwillig runtergegeben. Mit der Hilfe von der Taube. So, und jetzt hauen wir das da rein und ich vermute mal, dann bricht das hier ab. Erscheint logisch. Ich bräuchte nur noch einen Grund, das zu tun. Ach, komm, ernsthaft? Kann ich dann mit den Fahren dann wenigstens abbrechen? Damit bekomme ich den Fahren auch nicht abgebrochen. Ja, toll. Und nun? Die Frage ist, was machen wir damit jetzt? Warte mal, kann ich die hier reinstecken? Vielleicht später. Wobei, nein, auch da nicht. Ah, das ist eine gute Frage. Also wir haben hier die Entsteinerungsaugen. Aber das Ding ist ja schon weich. An die Versteinerungsaugen werde ich, denke ich, aber nicht mehr rankommen. Oder kann ich die jetzt soweit mal, warte mal, hier runternehmen? Geht das? Ja, ja, du hast den hier vorgerülpst, aber hier kann ich es dann wahrscheinlich rausnehmen. Nein, kann ich nicht. Okay, mein Gedanke war jetzt, dass wir das Ding versteinern und dann quasi rausnehmen, ne? So, das heißt, hier Inventar, das kommt da einmal rein. Dann nehmen wir ich hier raus, weil das geht dann da. Und dann tun wir hier das andere Auge da rein, weil dann können wir das Versteinerungsauge da oben wieder rausnehmen. So. Meins. Alles klar. Da gehst du her. So, ein Auge. Und noch ein Auge. So, Robert geht da mal weg. Ah, es ging glücklicherweise an ihm vorbei. So. Jetzt dürfte Robert das doch nehmen können. Das würde sicher niemand vermissen. Ja, natürlich. Wir haben es ja auch gerade extra kaputt gemacht. So, passt. Alles klar. So, jetzt können wir hier das ranhängen. Ja, sehr schön. So bekomme ich den Stoßzahn nicht fester in den Boden. Nein, du sollst doch auch den Stoßzahn nicht nehmen. Du sollst hier runterkraxeln. Das ist mir zu wackelig. Der Stoßzahn steckt nur lose im Spalt. Na, und jetzt haben wir den Grund, es festzuhauen, oder? Vielleicht kann ich damit den Stoßzahn fester in den Boden klopfen. Ja, dann tu es. Los geht's. Oh, oh. War ja sowas von klar. Und weg ist er. Hallo. Holla, die Waldfee. Was für ein Auftritt.
Wo bin ich? Ich fass es nicht. Vor mir steht der Thronerbe. Ich wusste, ihr würdet wiederkommen, euer Gnaden. Wegen dieser ganzen Thronsache. Ihr seid es. Ocario Boe Tonalis Septiman? Ja, das... Aquatromanius Pianoforte Retardando? Robert reicht eigentlich. Staccateo, Flöter der Nase, Wächter des Nordens, Erbe des Throns und Oberorchester Blasmusikant der vier Winde? Der Name ist ganz schön lang. Der Dritte. Wow, du bist es wirklich. Ich finde Robert schöner. Du kannst ruhig Robert sagen. Alles klar, euer Gnaden. Ich bin Libretta. Aber du solltest vorsichtig sein. Wer eine Flötennase hat, ist nicht mehr sicher. Setz lieber einen Nasenschoner auf. Ah, guck mal, sie ist auch eine Flötennase. Ich hab's mal von der Form schon gedacht. Ich werde vorsichtig sein. Hast du noch? Jawohl, hat er noch. Ich kann nicht glauben, dass du vor mir stehst, euer Gnaden. Ich kannte dich schon, als du noch ein Baby warst. Ein ziemlich hässliches, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert? Ich habe alles gezeichnet. Einer musste doch festhalten, was wirklich passiert ist. Danke für den Rückblick. Nicht mehr gibt. Weißt du noch, du hast uns alle gerettet. Und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber dann warst du plötzlich weg. Und dann kam er. Die Leute dachten, wir wären die Bösen und dass wir die Basilen beschworen hätten. Und Conroy im letzten heldenhaften Kampf gegen uns gefallen wäre. Aber Conroy hat die Basilen gebaut. Erzähl das denen. Wir sind jetzt die Mörder Conroys und böse Basilenbeschwörer. Steile Karriere. Was? Ja, sie denken, Conroy hätte sie die ganze Zeit vor uns beschützt. Einige konnten fliehen. Den Rest haben sie auf den Händen davongetragen. Seitdem, es ist so still. Überall wehen rote Fahnen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Ich bin hier nicht sicher. Ihr seid hier nicht sicher. Also gibt es noch Flötennasen, die frei sind. Sie halten sich versteckt? Das hoffe ich zumindest. Ich habe von den anderen seit Jahren nichts gehört. Du hast nicht zufällig meine kleine Schwester gesehen? Ich bin alles, was sie noch hat. Nein, es tut mir so leid. Aber mach dir keine Sorgen, Libretta. Es gibt eine Prophezeiung. Die Sage vom Einklang? Ja, genau. Ich muss nur den letzten Windmönch finden. Dann kommt alles wieder in Ordnung. Ich muss auf die andere Seite Asposiens. Okay, hier fährt eine Seilbahn. Aber die ist schon lange kaputt. Ach, es gibt nichts, was man nicht irgendwie reparieren kann. Und dann können wir beide abhauen. Ich wusste, du würdest uns helfen. Alles klar, alles klar. Gut, okay, jetzt haben wir echt viele Informationen gekriegt. Ich finde das eigentlich ganz interessant, was so passiert ist. Und wir sind im Endeffekt einfach nur weggelaufen. Und ja, haben uns dann quasi selber versteinert, weil wir vor der Krönung Angst hatten. So, jetzt lass mal schauen, was haben wir hier denn überhaupt alles? Also erstmal ohne jetzt groß auf die Punkte einzugehen. Was haben wir da? Da ein Pempernickel. Alles klar. Da haben wir ganz noch Wollmäuse, die werden hier irgendwie weitergefrachtet. Und da ist noch eine Wollmaus. Die Bretter. Ich finde das echt ein netter Name. Ja, genau. Guck, ob die Nase richtig sitzt. Bloß nicht gucken, bloß nicht auffallen lassen. So, was haben wir denn sonst noch? Also, wir haben hier ein Plakat, was Flötennasen verbietet. Eine Heftzwecke. Da geht's zur Seilbahn. Ein Schild. Da oben haben wir noch eine Wollmaus. Irgendwo die Fliegedinger, deren Namen mir gerade entfallen sind. Sieht echt witzig aus mit den langgezogenen Nasen. Ah, da haben wir ein Denkmal, da haben wir einen Lautsprecher. So, okay. Dann schauen wir uns doch einfach mal um. Flötennasen sind unverzüglich zu melden. LG, die Conroyalisten. Conroyalisten, alles klar. Weg damit. Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Aber eine der Heftzwecken ist lose. Die gehört jetzt mir. Zack. Heftzwecke genommen. Kann ich dich jetzt umklappen? Ich nehme es ja nicht ab. Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten.
Ja, gut, okay, okay. Das funktioniert nicht. So. Was haben wir da hinten noch? Ah, da haben wir Felder. So, alles klar. Mal da oben mal. Hallo? Flauschig und praktisch. Die perfekte Kombination. Wollmäuse. Zu weit weg. Ach, nee. Gut, okay. Was haben wir da sonst noch? Da haben wir noch ein Plakat. Eine Flötennase, die einen Basilen heraufbeschwört. Ich wusste gar nicht, dass wir das können. Könnt ihr auch nicht, ist ja ein Schwachsinn. Plakate oder Schilder abnehmen, ist in Asposien. Gut, okay, das ist verboten, das wissen wir schon. Oh, okay, da haben wir ein Denkmal. Eine Miniatur vom Windbrunnen. Komplett mit den alten drei Windmönchen. Das sind Pandur, Maleus und Conroy. Wozu soll ich das brauchen? Keine Ahnung, das kannst du einem gegen den Kopf hauen oder so. Weiß nicht. Vielleicht brauchst du es ja doch irgendwie. Was haben wir da noch? Lautsprecher. Wahrscheinlich für amtliche Durchsagen. Ah, der scheint mit der Schererei verbunden zu sein. Ein Schererei-Lautsprecher. Ach, Schererei ist das jetzt. Deswegen die ganzen Wollmäuse. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Eieieiei. Was haben wir da jetzt noch? Die Wollmäuse? Eine ganze Menge Wollmäuse. Das nennt man in der Fachsprache einen Kuschelhaufen oder auch eine Flauschalation. Eine Flauschalation? Ist das geil? Das hätte ich auch gern, so eine Flauschalation. Krawallig noch eins. Nimm die Pfoten daraus. Entschuldigung. Haben wir es uns mitgenommen? Nö, hab ich nicht. Hey, wer bist du? Der Mann wartet auf die Lore. Ja, dann reden wir mal mit dem. Hi. Hallo,